Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Waselmap 2017. Und wir haben hier mal ein bisschen zugelegt, was die Zeit angeht. Wir haben dadurch ein Problem. Moment. Hier. Die 47 hat Erntereife 3. Wir haben den Mähdrescher gekauft, aber der kommt noch nicht raus. Das heißt, wir haben ein übelstes Zeitproblem. Es kann sein, dass die 47 uns verdorrt. Ich habe in der Zwischenzeit eben noch hier was gekauft. Hinzugefügt an Mods. Und zwar Goldhofer. Ja, das ist eine Erweiterung oder ein Mod, der uns es erlaubt, dass die Fahrzeuge größer, größere Fahrzeuge besser transportiert werden können. Man kann den Anhänger nämlich ausklappen und so weiter und so fort. So. Wir werden jetzt mal hier anfangen, die Sachen schon zum Feld zu bringen. Nachher auch noch eben, wie gesagt, Schafe kaufen. Ist ja ein Plan von uns. Und ich hoffe, dass in der Zwischenzeit das Feld eben nicht verdorrt. Sonst, haben wir den ersten Fell gelandet. Übrigens hier auch. Ihr habt es in der letzten Folge bestimmt gemerkt. Die Spiegel sind da. Jetzt weiß ich nicht, weshalb der eine jetzt plötzlich schwarz geworden ist. Jetzt geht er wieder. Ups. Hallo, geradeaus fahren. Ein bisschen im Stress hier. Ups. Aber ich denke, wir kriegen das gebacken. Mit dem Mähwerk, werden wir ordentlich schnell fertig sein mit den Feldern. Mit dem Schneidwerk. Man muss hier dreimal drüber fahren. Den lassen wir mal hier stehen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen sauber. Weil die Schafe, die fühlen sich gerade nicht wohl. Aber ich befürchte, die Schaufel ist gleich voll. Ich habe hier noch nie Gras nachgefüllt. So, nö, ist noch ein bisschen Platz. Aber die brauchen gerade auch immer noch nichts. Vielleicht nachher, wenn wir die anderen Schafe abgeholt haben. So, werden wir hier nämlich ein paar kaufen. Schafe kaufen. Und dieses Mal werde ich auch natürlich dran denken, die Schafe auch auszuladen. 11 Stück können wir noch holen. Sehr schön. Und wenn man genau guckt, dann sind die auch wirklich da drin. Die bewegen sich zwar nicht, aber sie sind da. Die bringen wir jetzt zu der Schafsweide. Und dann hoffe ich mal, dass der Händler schon offen hat. Oh, hier sieht man mein Offscreen-Bug. Ich bin quer über die Insel gefahren, habe Glück gehabt, dass ich den Baum nicht erwischt habe. Ja, recht herzlichen Dank an alle, die mich im Moment so wahnsinnig unterstützen. Ihr seid großartig. Also, was ich gerade feststelle, ist, dass ich
relativ hohe Zuschauerzahlen, relativ viele Aufrufe auf meine Videos bekommen. Das freut mich natürlich. Oh, rot, egal. Das freut mich natürlich ungemein. Auch die Abonnenten, die gehen nach oben. Ja, haben wir mal kurz ein Schaf besucht. Abonnenten gehen auch nach oben. Alles in allem muss ich sagen, mein YouTube-Kanal macht mir im Moment wieder Freude. Auch wenn jetzt YouTube eigentlich damit... Achso. Warum hält er an? Meine Herren. Hallo. Hallo. Ey, was ist denn da los? Ah, jetzt bewegt er sich mal. Ey. Bist nur für einen Schnarchzapfen. Eieiei. Immer das gleiche mit den Fußgängern, mit den NPCs. So, 11 neue Schafe, dann haben wir 58. Ich hoffe mal, dass die Schafe hier nie rauslaufen, aber ich glaube, das ist so getriggert, dass die da gar nicht überleben können. So. Hier waren wir schon mal. Abladen. Natürlich. Und dann auch das Bestätigen nicht vergessen. Hatten wir ja schon mal vergessen. Boah, jetzt hätte ich gern gesehen, was passiert, wenn ich das Tor zumache. Ob das Schaf dann rausgeschmissen wird. So. Schön. 58 Schafe müssen wir jetzt haben. 58, Reproduktionsrate 16,3 Stunden. Ist schon okay. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Dann stellen wir den Anhänger wieder ab. Und dann machen wir uns mal auf zum Landmaschinenhändler. Den Mähdrescher abzuholen. Ja, wie das hier ruckelt. Ich bringe aber erstmal den hier noch ein bisschen auf die Seite. Aufräumen muss sein. Und eigentlich gehört der Traktor auch wieder an den Hof. Wir stellen jetzt mal hier mit unter. Im Moment brauchen wir ihn ja zum Glück noch nicht. Oder? Doch eigentlich schon für einen Anhänger. Ja, wobei, nee, da können wir einen großen Kipper nehmen mit dem LKW. Dann brauchen wir den hier im Moment nicht. Erstmal. So. Dann. Ups.
zum LKW. Ich habe die Befürchtung, dass es, sobald wir anfangen wollen zu ernten, eventuell regnet. Mein Regen ist vorhergesagt. Das könnte schon passieren. Ach man, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will den neuen drücken. Okay, wir können einfach geradeaus durchfahren. Der ist schon mal geschickt. Dann kommen wir zum Shop. Und ich denke, der müsste jetzt dann auch gleich spätestens aufhaben. 8.30 Uhr? 8 Uhr? Weiß nicht genau. Das wäre auch cool bei der Map, wenn die Öffnungszeiten an den Shops und an den Verkaufsstellen dran stehen würden. Dann könnte man sich nämlich danach richten und müsste nicht immer Rätsel raten. So, Shop hat nämlich immer noch geschlossen. Das ist schade. An den Feldern müssen wir, glaube ich, nichts machen. Im Moment, weil die alle bearbeitet sind. Na, guck mal, jetzt sind die hoch auf 1500. Na, toll. Egal, wir haben alles gekauft, was wir wollten. Hätten wir uns vielleicht ein, zwei Schafe mehr gönnen können. Ja, die Felder sind nämlich alle gedüngt. Vielleicht kann man bei dem hier was machen. Düngen. Ja, machen wir doch. Mal kurz hier über die Felder heizen. Uiuiui. Das finde ich ein bisschen komisch. Du hast hier einen Traktor. Ups. Du hast hier einen Traktor mit Pflegebereifung, ja? Schön und gut. Aber wieso hat der Anhänger keine Pflegebereifung? Ist doch ein bisschen Hanebüchen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie breit der ist. So passt. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht mitgedacht haben. Dann muss ich doch, ich meine, die Feldspritze, die hat es. Die hat recht dünne Reifen. Aber dann hätte ich doch hier bei dem Düngestreuer auch dran denken müssen. Beziehungsweise den Düngestreuer dann hier in den Missionen nicht für Felder bereitstellen. Die, schon Wachstum haben. Aber man muss halt dran denken, der Mod ist halt nicht spielintern. Das heißt, bei einem normalen Spiel gibt es ja keine Fruchtzerstörung. Von dem her ist es da natürlich völlig egal. So, jetzt kümmern wir uns um die Felder von anderen Leuten. Und unser eigenes Feld geht wahrscheinlich hops. Das wäre sowas von schade. Aber es ist zum Glück nur das Kleine. Dass es nicht wäre, ist nicht ganz so schlimm.
Ey, ich düng das Feld von einem anderen Bauern mit. Das wollte ich nicht. Der bezahlt mir ja nichts dafür. Aber wir müssten dann auf jeden Fall 8 Uhr durch haben. Und ich hoffe, der Händler macht um 8 auf und nicht um 8.30 Uhr. Wenn heute Sonntag ist, haben wir sowieso Pech gehabt, gell? Ne, gibt's ja zum Glück nicht. Aber zumindest, ich glaube, modmäßig gibt's... Oh. Gibt's da was, dass man auch einen Wochentag kriegt? Ich meine, das schon mal gesehen zu haben. Bei irgendeinem Let's Play. Habe ich aber hier jetzt nicht drauf. Ich glaube, das hat mit Seasons zu tun oder so. Aber mal ein Tipp an die Dings da. An die Modmacher von Realistic Packs. Denkt mal daran, vielleicht bei den Düngestreuern, sobald Wachstum eingesetzt hat, also ab Wachstumsstufe 2 eigentlich, dass man da keine, nicht mehr diesen Anhänger benutzen darf. Alles andere passt, ist nur dieser Anhänger. Sonst habt ihr ja Fruchtzerstörung. Also wenn der Mod muss mit dem Anhänger gekoppelt werden. So, vielen Dank für 3.900 Euro. Und ich hoffe mal... Ja, Shop hat offen. Nice. Oh. So. Moment. Dann Mähdresche. Na, passt der immer noch nicht drauf? Wir haben den doch gerade erweitert. Wir haben den doch gerade breiter gemacht. Hallo, der muss da jetzt da drauf passen. So, passt doch. Passt doch. Den Mod hatte ich auch drauf auf dem... auf der Sosnovka-Map. Muss ich gerade mal gucken, kurz. Verbreiterung anbauen. Hab ich doch. Oh. Karte vergrößern, verkleinern. Ah, den kann man ja doch. Okay, den kann man auch verlängern. Und Höhe verstellen. Höhe verstellen brauchen wir nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir den festzurren können. Steht nichts dran. Auf jeden Fall brauchen wir die Warnleuchten, weil das ist ein Schwertransport. Und den bringen wir jetzt... Oh, der wackelt aber arg. Den bringen wir jetzt zu unserem Feld 47. Und dann hoffe ich mal, dass wir
in der nächsten Folge das Feld neu ernten können und es nicht kaputt ist und es nicht regnet. So, hier merkt man wieder, dass es ruckelt. Ich glaube, das ist nur, wenn zu viel Belastung oder zu viel Zeug in Bewegung ist. Bleib stehen. Danke. Was ist denn das? Ein rotes Pferd. Also, ist wirklich ein Fuchs. Noch sieht das Feld da hinten gut aus. Ich hoffe, das bleibt noch ein paar Minuten so. Oder Stunden in-game. So, wir haben zumindest jetzt den größten Mähdrescher, den es gibt. Und das ist schon recht nice. Mit dem werden wir in der nächsten Folge dieses Feld hier ernten, auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Like, Abo oder Kommentar nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.